Das sehen Sie, meine Herrschaften. Wo gibt's das noch? Ein heiteres Naturell. Oh, Madame, Sie überschätzen mich. Natürlich möchte ich, dass sich alle wohlfühlen. Aber nur aus dem einzigen Grund, damit ich mich selber wohlfühlen kann. Ach, hast du gehört, Clementine? Wir werden auch noch aus Paris fliehen müssen. Ja, Großmama. Ja, Flucht Nummer 5 steht vor mir. Und ich werde dich nie vergessen. In der Kathedrale meines Herzens wird immer eine Kerze für dich brennen. Und Gottes Willen, ich gehe fort mit Paris, aus Paris. Und ich will nicht fahren, sondern ich will gehen. Denn wenn die Beine schmerzen, dann tut das Herz weniger weh. Spätestens morgen Abend in Saussure sein. Marianne wartet. Und Dokumente müssen nach London. Das hätte sich der Oberst gestern sagen sollen, als er mit die junge Dame da. Herr Oberst, sind Sie Automobilist? Ich bin Kavallerist. Die moderne Kavallerie pflegt motorisiert zu sein. In Polen nicht. Ich zweifle nicht, dass Sie ein Auto lenken können. Wenn die Straße gerade ist, Kurven hasse ich. In 48 Stunden in diesem Verschwendeten haben Sie mal einen Wagen zu Schatten gefahren. Einen guten Wagen der Familie Rotsch. Zwei Zusammenstöße, ein Neudefekt. Der Bosch kommt noch in dieser Nacht. Vorher kommt Tadeusz, Bolesław, Stierwinski. Um diesen Namen aussprechen zu können, muss man schon sehr verliebt sein. Der Kotflügel ist beschädigt. Der Wagen ist in seinen Lebensraum eingesprengt. Macht einen Sprung nach vorne und bleibt stehen. Die Türen fliegen auf und Jakubowski. Kullert heraus. Die Deutschen donnern, die Franzosen verrecken und die Rosen duften, als gehen sie das alles nicht an. Ich spüre den unüberwindlichen Wunsch, den Boden Frankreichs zu verlassen. Wie fange ich das denn an? Nichts Einwahlwerk. Zum Verlassen Frankreich benötigen Sie ein Visa de Sortie. Zu diesem Zwecke müssen Sie mal elektrisch. Visa de Sortie. Nachsuchen. Nach Ausflug von Frankreich. In der Kathedrale meines Herzens. Ein Herz für sich. Das muss die beste erleuchtete Kathedrale sein.